Ich wollte immer Stewardess werden, ne? Weil Stewardess, das stelle ich mir so toll vor, ne? Stewardess hat halt einfach auch einen besseren Ruf als Altenpflegerin. Ne? Wenn du Stewardess bist, ne, da kommen so die Leute zu dir, also ich stelle mir das ja vor, ne, und sage dann sowas wie, was, du bist Stewardess? Wo warst du gestern? Ne, und die Stewardess sagt dann so, oh, ich war auf den Malediven. Ne, und alle so, du bist so braun, ne, ist toll, ne, irgendwann heiratst du einen Pilot, ne, schnappst dir einen, siehst viel von der Welt. Naja, ganz ehrlich, in der Pflege, mich hat noch nie jemand gefragt so, Sibylle, wo warst du gestern? Gut, was soll ich auch sagen, ne? Naja, obwohl, mittlerweile kann ich auch sagen, Südkorea, Nordkorea, ne? Kommt doch auch ein bisschen rum. Ne? Und andererseits, Leute, ich denke mir immer, ist doch wurscht. Weißt du, ob man jetzt Altenpflegerin ist oder Stewardess, ist doch egal. Weißt du, ob ich jetzt ein Wägele vor mir herschieb mit Getränke? Ne? Oder der Herr Kämmerer? Also von der Handhaltung her ist es das Gleiche. Ne? Ja. Aber trotzdem mache ich meinen Senioren natürlich gern eine Freude, ne, weil sie ja so Fernweh haben. Und wir haben bei uns im Haus Sonnenuntergang in jedem Zimmer eine Lautsprecherbox. Und ich habe die Anlage bei uns im Büro. So, und dann wecke ich meine Senioren gerne mal morgens so, als würde man jetzt im Flugzeug sitzen und direkt in den Urlaub fliegen. Ne, ich zeige euch das gerade mal, es geht dann so los. So. Guten Morgen, liebe Senioras und Senioren. Hier spricht Ihre Pflegekraft, Sibylle Bulacek. Heute ist Mittwoch, der 20. November. Und die aktuelle Ortszeit beträgt 6.30 Uhr. Das Wetter in Flettelsheim ist gut. Wir haben vereinzelt ein paar Quellwolken, aber eine angenehme Außentemperatur von 8 Grad. Wenn Sie jetzt links aus dem Fenster schauen, sehen Sie den Kirchturm von Flettelsheim. Auf der rechten Seite die Müllverbrennungsanlage. Wir werden Ihnen nun ein leichtes Frühstück servieren. Es gibt Haferbrei mit Apfelmus. Liebe Senioras und Senioren, ich möchte Sie bitten, noch so lange angeschnallt liegen zu bleiben, bis die Frühschicht ihre endgültige Pflegeposition erreicht hat. Ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen Tag hier bei uns im Haus Sonnenuntergang oder an Ihrem endgültigen Zielort. Vielen Dank. Dankeschön.